Gospodo i gospodže, dobroveče. Danas novo nismo ništa dobro. Tracks ist wieder da, proppevoll mit Musik, Pop und Lifestyle-News. Heute im Programm Demos. Das sind doch diese Menschenansammlungen, wo irgendwer gegen irgendwas Plakate hochhält. Na gut, das auch. Aber Demos sind auch der neueste Trend in der Computeranimation. Jetzt zu sehen in unserem Tribal. Am Anfang wollten ein paar Kids nur kostenlos spielen. Sie crackten den Kopierschutz von Computerspielen und hinterließen auffallende Spuren. Blinkende Balken, hüpfende Schriften und stressige Piepsounds. Visuelle Heißmacher und der Beginn der sogenannten Demoszene. Demos heute, das ist eine Mischung aus Computerspiel und Videokunst. Farbrausch aus Hamburg ist eine der renommiertesten Demo-Groups. Es ist non-kommerziell, absolut. Man macht es nur zum Spaß und man investiert unglaublich viel Zeit für etwas, was eine Handvoll Menschen auf der Welt verstehen. Die es verstehen, verständigen sich übers Netz. Die Demoszene ist eine globale Community. Im realen Leben schuften viele für Game Companies oder Softwarefirmen. Für beides braucht man das gleiche Know-how. Der Unterschied, Demos machen, bringt mehr Spaß. Demoproduktion ist Teamwork. Grafik, Sound und Programmierung. Jede Disziplin hat ihren Spezialisten. Geradezu euphorisch ist die Reaktion der traditionellen Kunstszene auf Farbrausch. Jeder will vom neuen Trend profitieren. Der Kunstaspekt, ja, der kommt jetzt so langsam hoch. Also langsam merken wir, dass Museen und so weiter auf uns zukommen und sagen, ja, hier, coole Sache, digitale Kunst, Internet und so weiter. Das war aber lange Zeit nicht so und ist auch definitiv kein Ansporn für uns gewesen, bisher nicht. Vielleicht wird es das irgendwann. Aber der Kunstaspekt ist für uns nicht wichtig gewesen bisher. Also wir haben das, ich zum Beispiel habe immer eher gesagt, so Kunst ist was für Leute, die nichts können. So. Die Kunst beim Demos machen, die Grenzen des Möglichen ausreizen. Demos bringen Rechner zum Schwitzen. Demos sind Realtime. Das heißt, die Bilder werden in dem Moment gerendert, vom Computer berechnet, indem sie dargestellt werden. Das macht aus Demos kleine Dateien. Extremfall, dieser Farbrausch passt 20 Mal auf eine Diskette. Das ist eine wichtige Tradition in der Demoszene, der Wettbewerb gegeneinander. Mhm. Wer ist der Beste, wer kriegt die Chartsposition, wer gewinnt den Wettbewerb? Ohne diesen Wettbewerb gäbe es viele Demos nicht. Die Szene misst sich auf Partys. Events wie der Breakpoint in Bingen am Rhein, der größten Demo-Party in Deutschland. Dort sammeln sich jährlich zu Ostern etwa 500 Kreative. Das Publikum international. Engländer, Skandinavier, Polen, einige nehmen sogar den weiten Weg von Australien auf sich. Sie alle wollen ihre Skills, ihr Können zeigen. Eckehard Brüggemann, aka Stealer, ist seit Jahren einer der Breakpoint-Organisatoren. Er macht keine Demos, er bringt die Macher zusammen. Ich habe mal gesagt, ich verstehe mich als Social Middleware der Demoszene. Und das heißt, ich bin irgendwo so eine kleine Schnittmenge zwischen vielen Leuten und ich probiere halt die Leute so weit zu fördern, wie es geht. Und ich verfolge da auch absolut überhaupt kein kommerzielles Interesse. Das ist im Grunde historisch über die Jahre der Veranstaltung, also von 300 Leuten oder von 50 Leuten ausgehend bis über 300 Leute, über 500 Leute ist das Ganze so gewachsen. Und im Grunde ist das Organisationsteam auch die ganze Zeit historisch mitgewachsen.
Da geht es nicht um Messages oder um Verarbeitung. Es gibt Demos, die haben eine Story, aber das muss nicht sein. Demos, hat mal jemand gesagt, Demos demonstrate, Demos show off. Das heißt, die zeigen einfach, was die Leute können. Das heißt, es geht schon um Fähigkeiten, die Leute zeigen wollen. Sowohl im grafischen, im musikalischen und natürlich ganz wichtig im programmiertechnischen Bereich. Farbrausch brachte ihr frenetisch gefeiertes Popular-Demo auf der diesjährigen Breakpoint raus. Grafiker Gizmo zeigt, wie es entstand. Der ganz grobe Ansatz ist, dass man einfach einen ganz normalen Zylinder nimmt, beziehungsweise sieht aus wie ein Cube, ist aber intern ein Zylinder. Der bekommt dann ein Material. Das ist im Grunde einfach eine Art Metall mit Glanzpunkten drauf. Und das geht dann durch mehrere Veränderungen durch, bis es dann ungefähr die Form hat, die es nachher haben soll. Bekommt die zusätzlichen Materialien, bis es nachher zu einem Torbogen wird. Und dieser Torbogen steht dann am Ende in der fertigen Szene. Angeheizt vom glamourösen Vortänzer drehen auch die Farbrauschmitglieder nach getaner Arbeit auf. Man dann ein bisschen entspannter ist oder der Abgabetermin durch ist oder halt von Anfang an fertig oder gar kein Demo mit hat, sondern einfach nur die Party genießen will, dann läuft man eigentlich rum, unterhält sich mit Leuten, wärmt sich am Lagerfeuer, es werden Unmengen an Alkohol konsumiert auf diesen Partys. Also man hat dann im Prinzip einfach irgendwie Spaß wie jeder andere Mensch auch eigentlich, nur dass halt irgendwie Computer in der Nähe rumstehen. Feuerteufel und Luftschiffbastler. Wer glaubt, dass Spiele- und Softwareentwickler nur am Rechner sitzen? Pustekuchen. Also auf zur nächsten Demo-Party und Spaß haben. Am Ende so einer Demo-Party kommt dann der wichtigste der Wettbewerbs, halt die Demo-Competition. Dort werden auf einer möglichst großen Leinwand alle Demos gezeigt. Und das Publikum darf dann entscheiden, welches von diesen Demos den Wettbewerb gewonnen hat. Die Demoszene, die machen so unglaubliche Sachen. Die müssen einfach mehr in die Öffentlichkeit mit dem, was sie machen. Spektakel mit Gänsehaut. Und wenn der Hype so weitergeht, gibt's vielleicht schon bald Demos im Kino um die Ecke. Und was gibt's nächste Woche in Tracks? Party de Santiago. Das Reggaeton-Fieber bricht in Kuba aus. Frischer Wind für Castros Insel. Künstler stürmen die Labore und erfinden die Biotech-Kunst. Und Harlems Vampire spitzen ihre Zähne in New York. Wow! Einen kleinen Vorgeschmack gibt es bereits auf unserer Homepage. See you! Voilà, du bist genial.